Mehr als 75% Rückgang über 27 Jahren in der Biomasse von fliegenden Insekten in Schutzgebieten. Und dieses letzte Wort, das sollte uns alle aufhorchen lassen, in Schutzgebieten. Ja, Schutzgebiete, die sind, und das sind Schutzgebiete, die sind seit 27 Jahren Schutzgebiete. Das heißt, da wird keine intensive Landwirtschaft betrieben, da kann man nicht sagen, die Landwirte sind schuld. Das heißt, die Probleme, die wir haben, die machen nicht Stopp an der Grenze von Schutzgebieten. Wenn Sie Auto fahren, auch schon seit vielen Jahren, dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Sie Ihre Windschutzscheibe nicht mehr so oft sauber machen müssen. Ursache Nummer eins dafür, dass Arten verschwinden aus unserer Landschaft, ist ganz klar der Lebensraumverlust. Wir haben in Europa 50% der Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird. In Deutschland schätzt man, dass etwa 1 Milliarde Insekten jede Nacht sterben durch zu viel Licht. Und von Natur aus ist die Natur eigentlich nährstoffarm. Und da, wo wir nährstoffarme Bedingungen haben, haben wir die höchste Artenvielfalt. Landwirtschaftliche Flächen können auch Lebensräume sein für Tiere. Nur leider ist es im Moment so, dass sie es nicht sind. Jetzt kommen wir zum Thema Pestizide. Pestizide ist der Oberbegriff für Gifte, die gezielt Tiere töten sollen, die zu Schädlingen werden. Da gibt es die Gruppe der Herbizide gegen Kräuter, die Gruppe der Insektizide gegen Insekten, die Gruppe der Fungizide gegen Pilze. Ja, und die chemische Industrie, die weiß das natürlich. Wenn die ein neues Mittel auf den Markt bringt, dann wissen sie, aha, jetzt in dem Jahr, im ersten Jahr verdienen wir so und so viel. Aber in 5 Jahren werden die Bauern schon die doppelte Dosis benötigen, weil einige Insekten resistent werden. Da verdienen wir also das Doppelte. Nach 10 Jahren müssen die Bauern vielleicht schon das Dreifache oder die Vierfache Dosis anwenden. Wir verdienen noch mehr. Und irgendwann sagt der Bauer, jetzt ist es mir zu viel. Wenn ich jetzt so viel Gift auf meine Felder geben muss, da vergifte ich mich selbst so stark, das macht keinen Sinn, das Mittel mehr zu verwenden. Und dann kommt die chemische Industrie, die ja 10 Jahre Zeit hat, etwas Neues zu entwickeln. Übrigens, wir haben hier was Neues. Ja, und eine bestimmte Gruppe, mit der wir heute sehr viel Probleme haben, sind die Neonicotinoide. Die sind dem Nikotin sehr ähnlich, sind auch Nervengifte. Und sie werden hauptsächlich verwendet, um Saatgut zu beizen. Das bedeutet, man ummantelt das Korn mit dem Gift. Und das Korn, das wächst dann in diesem Gift auf und nimmt das ganze Gift selber auf. 2 bis 20% von dem Gift, was da mitgeliefert wird, wird von der Pflanze aufgenommen. Diese Beizung ist ja vorbeugend. Das Saatgut wird direkt so geliefert, man bringt es auf den Acker auf und man weiß gar nicht, ob der Schädling überhaupt da ist. Früher hat man bei den Mitteln, die man spritzt, da schaut man, wie viele Schädlinge sind jetzt wirklich da, dann ist irgendwann die Schadschwelle überschritten, ja, jetzt müssen wir was tun, aber ein paar können wir tolerieren. Bei diesen Mitteln werden sie sofort mitgeliefert. Und da gibt es eine Untersuchung von 2014 von der Landwirtschaftsbehörde oder Umweltbehörde der USA. Und die sagen, diese Saatbehandlung für die Sojaproduktion hat in den meisten Fällen einen vernachlässigbaren Gesamtnutzen. Die veröffentlichten Daten ergeben, dass meistens kein Unterschied bezüglich der Sojabohnenernte besteht, wenn die Sojabohnensaat mit Neonicotinoiden behandelt wurde, im Gegensatz zu keiner Behandlung zur Insektenbekämpfung. Was sie damit meinen ist, die Gifte zu kaufen, ist genauso teuer, als wenn man einen kleinen Schaden in Kauf nimmt dafür, dass es ein paar Schädlinge gibt. Es ist Zeit, den Mythos, dass Pestizide nötig sind, um die Welt zu ernähren, umzustürzen und einen globalen Prozess des Übergangs zu einer sicheren und gesünderen Nahrungsmittelproduktion zu beginnen. In China gibt es eine Region, da hat man die Spatzen alle getötet, weil man der Meinung war, die Spatzen fressen zu viel Getreide auf den Feldern. Man hat aber vergessen, dass die Spatzen dabei helfen, das Gleichgewicht in der Natur aufrechtzuerhalten. Denn die Spatzen haben natürlich auch Insekten gefressen. Jetzt waren die Spatzen weg. Das heißt, es gab plötzlich ganz, ganz viele Insekten. Dann hat man Pestizide genommen, also Gifte, um die Insekten zu töten. Und man hat leider ein wenig zu viel genommen. Sehr viel zu viel. Und dadurch ist bis heute, noch 10 Jahre später, ist der Boden so verseucht mit Giften, dass die Pflanzen das aufnehmen, dass der Nektar vergiftet ist und dass die Bienen sich dort vergiften. In dieser Region gibt es keine bestäubenden Insekten mehr. Die können dort auch nicht überleben, wenn man sie hinbringt. Und die Menschen klettern da auf die Bäume, tausende von Menschen, und sammeln Pollen, trocknen den, bringen den zu anderen Stellen und klettern auf die Bäume. Und mit Hühnerfedern wird dann der Pollen langsam in jede einzelne Blüte eingetaucht. Ja, und wir sind
in Europa gar nicht so weit davon entfernt, dass das auch so laufen wird irgendwann, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir jetzt nichts verändern. Wenn Sie etwas pflanzen wollen im eigenen Garten, kann ich Ihnen hier ein paar Dinge empfehlen. Sie sehen jetzt hier ein paar Straucharten aufgelistet und die in Klammern hinten ist die Anzahl der Tiere angegeben, die sich von diesen Sträuchern ernährt. Im eigenen Garten zeige ich Ihnen gleich noch ein paar Tipps. Und lassen Sie Totholz im Garten liegen. Auch wenn Sie Ihren Garten gerne aufgeräumt haben, nehmen Sie einfach eine Ecke, legen da ein paar Baumstämme hin und lassen die ruhig 10 Jahre lang verrotten. Und da werden Sie wirklich sehr viel tun, gerade für Arten, die sich lange im Totholz entwickeln müssten. Und wenn Sie jetzt gezielt Wildbienen fördern wollen, da ist jetzt die Salbeide und die Schlehe wieder dabei, die haben Sie gerade schon aufgeschrieben. Jetzt müssen Sie nur noch die Brombeere mit dazu schreiben und den Apfel. Also generell Obstbäume sind wichtig, ganz, ganz wichtig für die frühfliegenden Wildbienenarten.